Wenn Sie sagen, man soll sich von Blockbustern und dergleichen dann nicht irre machen lassen, würde ich natürlich zustimmen. Ich glaube, dafür stecken wir alle genug in der Materie, um auch genug Entmystifizierung erfahren zu haben und zu wissen, was dahinter steckt. Aber erstens wäre dann vielleicht eine Frage persönliche Einschätzung von Ihnen. Stellen diese Blockbuster nicht eigentlich eine ganz andere Frage, nämlich was ist der Mensch? Also halten ein Nicht-Menschen in seiner vermeintlichen Menschlichkeit den Menschen vor Augen, um sich selbst zu prüfen? Und zum anderen gibt es vielleicht irgendwo aber ein Interesse, ich kann nicht sagen von wem, den Menschen diese Bilder und diese Ängste auch zu präsentieren, die er dann wiederum auf künstliche Intelligenz, wie sie aktuell da ist oder auf absehbare Zeit vorhanden sein wird, zu übertragen. Also die Blockbuster, und ich muss sagen, tolle Filme. Ja, ganz, also, ganz bestimmt hervorragende Filme. Aber eigentlich geht es bei den Blockbustern darum, dass man sich, dass man die Verunsicherungen der Menschen adressiert und die Unsicherheit des Selbstbildnisses, das der Mensch hat. Wir haben gesagt, wir sind diejenigen mit dem Logos, wir sind diejenigen mit der Vernunft. Wir können, was können wir denn? Fliegen können wir nicht. Na gut, das machen die Vögel. Tauchen können wir auch nicht. Die Wale als Säugetiere können echt besser tauchen als wir. Andere Tiere sind schneller. Ah, okay, das war schon immer ein bisschen schade, aber wir haben gesehen, dass wir eben durch das Denken und durch die Vernunft in der Lage sind, Werkzeuge zu erfinden, die uns helfen, Ziele zu erreichen. Und wir sind in der Lage, die Natur zu verstehen und Gesetzmäßigkeiten abzuleiten. Und dann müssen wir uns angucken, was in den letzten 500 Jahren passiert ist. Die Religion, Theologie, außerordentlich große Bedeutung. Und wir sind natürlich ganz klar unbescheiden gewesen und haben gesagt, wir sind Gottes Ebenbild und wir sind die Krone der Schöpfung. Jetzt kommt also Kopernikus und Galileo. Was ist das für eine Krone der Schöpfung eigentlich? Was ist denn das? Eine Krone der Schöpfung, die gar nicht in der Mitte des Universums ist, sondern sich bewegt und die Erde, die sich dreht und um die Sonne herum. Und es gibt auch nicht nur eine Sonne. Und auf einmal sind wir ein Sandkorn in der Unendlichkeit. Das ist für die Menschen eine Beleidigung, mit der man schwer zurechtkommen konnte. Gut, aber dann haben wir uns gerettet. Und dann haben wir gesagt, naja gut, das mag so sein, ist auch nicht weiter schlimm. Aber dafür sind wir diejenigen, die tatsächlich die Welt verstehen. Und dann kommt Kant und sagt, ja, schon, wir verstehen die Welt, aber wir verstehen zu jedem Zeitpunkt nur unsere Welt. Und wir nehmen diese Welt sinnlich wahr und klassifizieren etwas und denken darüber nach. Aber diese Gedanken sind nur in unserem Kopf und wir werden sie noch nicht mal jemals wirklich mitteilen können. Das war wirklich schwer. Die Psychoanalyse und Freud hat uns eigentlich auch ein wenig beleidigt und hat sehr viel mehr so was Mechanistisches hineingebracht in diese beeindruckende Psyche und so weiter. So weit. Damit hat man sich beschäftigt und daran hat man gearbeitet und dann sind wir quasi gekommen bis ins Jahr, von mir aus bis ins Jahr 1925, 1930. Dann kam der Zweite Weltkrieg und es wurde die Menschlichkeit öffentlich verstehbar durch die Nazis mit den, man kann noch nicht mal sagen, mit den Füßen getreten. Sie wurde zerstört. Menschlichkeit wurde vollkommen zerstört. Und jetzt kommt die Technologie. Und die Technologie sagt, na mal unter uns, pass mal auf, bald ist das so. Da haben wir Maschinen, die werden nie müde. Die haben die Sensorik, die sie brauchen. Und wenn sie mehr Sensorik brauchen, dann erfinden wir ein paar Sensoren und stöpseln die an über Standardschnittstellen.
Und die können denken und eigentlich können die alles viel besser als ihr. Und das ist die Story der ganzen Blockbuster, dass genau dieser Schritt gegangen ist. Und um durch diese gläserne Decke zu kommen, muss man selber denken können. Und selber denken kann man sich nur vorstellen als ein Prozess, in dem so etwas wie Bewusstsein eine Rolle spielen kann. Und wenn wir dann auf einmal wirklich sagen würden, ja, wir haben eigentlich auch selbstbewusste Maschinen, dann sind wir in einem Zustand, dass wir wirklich überhaupt nicht mehr wissen, was dieses Gegenüber, dieses maschinelle Gegenüber als nächstes tun wird. Ich weiß zum Beispiel mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass Sie heute noch sich freuen, wenn die Sonne scheint. Und ich weiß, was das für eine Freude ist. Irgendwann werden Sie einen Hunger haben. Ich weiß, was das für ein Gefühl ist. Und in, sagen wir mal, einigen Stunden werden Sie müde sein. Und ich weiß, was Müdigkeit ist. Die Vorstellung, wie eine Maschine, die ein Selbstbewusstsein hat, eigene Vorstellungen und eigene Ideen, eigene Ziele entwickelt, agieren wird, ist uns absolut fremd. Aber vollkommen fremd. Deswegen würde man sagen, naja, das wird eine ganz andere Welt, wenn auf einmal der Computer, vor dem Sie sitzen, um 18.30 Uhr, dann sagen wir mal um 19.30 Uhr, wenn Sie sagen, ach, ich wollte noch mal kurz vor die Tür und dann Tagesschau gucken und jetzt machen Sie den Computer aus. Und dieser Computer würde zu Ihnen sagen, mach mich noch nicht aus. Überlegen Sie wirklich, was das für ein Zustand wäre. Und ich glaube persönlich, es wäre genau der gleiche Zustand, den man hätte, würde man in seinem Bewusstsein eine Stimme hören, die nicht ein Gedanke ist, sondern gefühlt eine innere, seelische, neue Macht, die in unserem Bewusstsein an die Türen klopft. Hm. Das ist, wir nennen das verrückt, weil unsere ganze Welt auf einmal verrückt wird. Nicht im Sinne von wahnsinnig, das ist ja noch nicht wahnsinnig. Aber es ist ein Zustand, von dem alle Leute, die ihn erlebt haben, nur berichten als ein Zustand existenzieller Erschütterung. Ich bin nicht mehr allein in meinem Haus. Und wir wären nicht mehr allein in diesem Haus des Bewusstseins, gäbe es Maschinen, die Bewusstsein entwickeln würden. Nun ist die Frage, werden sie das tun? Wird es so sein, dass Maschinen Bewusstsein entwickeln können? Und da wiederum sollte man ehrlich sein, die Erfindungen von morgen können wir heute nicht kennen. Und jedes Qubit mehr verdoppelt die Leistungsfähigkeit des Rechners. Sind wir irgendwann vielleicht tatsächlich, ist es tatsächlich so, dass eine Maschine ein Selbstbewusstsein wirklich entwickelt, ohne auch, dass wir das initial und tatsächlich bewirken wollten, sondern einfach, weil der Grad von Komplexität überschritten ist, zu dem Bewusstsein automatisch entsteht. Und da wiederum das Bild wäre die Glasharfe. Die Glasharfe, wo man ein Glas nimmt, den Finger anfeuchtet, man reibt über dem Rand, nichts passiert, gar nichts passiert. Ah, dann quietscht es irgendwie, aber es passiert immer noch nichts. Und auf einmal hat man genau richtig gerieben und das Glas fängt an zu schwingen und man kriegt einen richtig schönen, schönen Ton, muss man ja schon sagen. Es gibt Leute, die spielen Glasharfe mit 20, 30, was weiß ich, Gläsern und die können da richtig Musik drauf machen. Vielleicht ist es das, dass es wirklich um diese schiere Komplexität geht, die wir heute noch nicht in ein System hineinbringen. Die Leistungsfähigkeit der Rechenzentren ist schon wirklich groß, aber es ist ja nicht wirklich in einem System drin. Könnte sein. Persönlich muss ich sagen,
Erstens, das ist wirklich nicht wünschenswert. Zweitens, ich halte es auch nicht für wahrscheinlich. Und ich bin ehrlich, dass das so ist, liegt daran, dass ich ein Mensch bin und ich bin gerne alleine in dieser Dimension von Bewusstsein, die wir kennen. Selbstverständlich gibt es, es ist alles Beseelte, alle Tiere nehmen die Welt wahr und reagieren darauf. Und die Gehirnstruktur von Walen scheint der von Menschen überlegen zu sein, nach Volumen und nach Windungen und nach Neuronen und vielleicht ist das alles, vielleicht sprechen die Wale in den Meeren die ganze Zeit miteinander und machen sich lustig über uns, wer weiß das schon. Wir können sie nicht verstehen. Wenn es so wiederum wäre, dass die Wale eigentlich schlauer sind als wir und wir bleiben so, wie wir sind und leben auf der Erdoberfläche und wenn es dann Maschinen gäbe, die noch viel besser sind und die dann aber gar nicht mehr auf dieser Erde sein wollen, weil sie ganz schnell Raketen entwickeln und irgendwo anders hingehen, da würde ich sagen, ja, mach das. Dann lasst uns in Ruhe. Die Wale und die Menschen, jetzt aus der Perspektive der Menschen, stören sich ja nicht. Und wenn jemand rausfinden wollte, ob Wale und wie Wale miteinander sprechen, auch das macht man ja. Es gibt jetzt Elmar Nö zum Beispiel von der Universität Erlangen, kenne ich lange, macht Spracherkennung seit langer, langer Zeit, beschäftigt sich mit den Sprachen oder mit den Signalen der Schwertwale und versucht herauszufinden, gibt es da Wiederholungen und gibt es da ein irgendwie geartetes kognitives Geschehen, also ein dialogisches Geschehen ist es absolut, aber gibt es mehr? Gut, dann würde man das vielleicht herausfinden und dann könnten wir weniger Wale umbringen und könnten mehr Hochachtung haben vor diesen anderen Säugetieren, überhaupt vor Lebewesen könnten wir gerne mehr Hochachtung haben. Aber Maschinen? Ich glaube es nicht. Ich musste gerade denken an Douglas Adams, paar Anhalter durch die Galaxis, wo die Delfine die Erde verlassen, bevor sie dann zerstört wird und die unwissenden Menschen als drittklügste Spezies auf dem Planeten eben zurückkommen. Ja. Es ist auch so, dass wir haben letztendlich durchaus einen humanen Minderwertigkeitskomplex. Und kompensieren die ganze Zeit mit unseren schönen Erfindungen und so weiter. Es ist ja schon eine Beleidigung, dass wenn jetzt jemand eine Hand verliert, aus irgendeinem Grund, die wächst gar nicht nach. Manche Tiere können das. Ja. Wenn wir vor die Tür gehen, überlegen wir ja ganz ernstlich, was wir anziehen sollen. Manche Tiere ändern die Farbe der Haut, das Chamäleon. Also sagen wir mal so, es ist schon, dass wir das durchaus sehen, dass wir großartig sind, ja, ist schon klar, aber dass ganz viele andere Spezies ganz großartige Sachen können. Aber Sie haben es ja vorhin schon gesagt, als die Aufklärung, also der Humanismus und dann später damit die Aufklärung, den Menschen ein wenig zurechtgerückt hat, vom heliozentrischen zum geozentrischen, vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild, auch die Frage nach der Krone der Schöpfung überdacht werden musste und dergleichen, und man eben feststellen musste, dass auch anderes überlegen sein kann, ist das eine Beleidigung gewesen, so sagten Sie das. Ja. Jetzt sind wir heute da, dass wir schneller und höher fliegen als die Vögel, tiefer und länger tauchen als die Wale und natürlich sozusagen diese Hybris wieder ein Stück weit zurück ist, auch wenn die Erklärungsmuster heute nicht mehr theologisch sein mögen in der Breite, dann ist doch das alte Bild, also wir sind nun mal die Krone der Schöpfung und wir holen uns das alles zurück. Also Sie haben gerade gesagt, das Chamäleon, Nanotechnologie, die nachwachsende Hand, Gentechnologie. So, und da schauen wir schon, wie wir das einholen. Und wenn jetzt noch der olle Schöpfer, der den Menschen geschaffen hat, vielleicht auch noch überholt werden könnte, indem wir das auch hinkriegen, indem wir komplexere Maschinen schaffen, dann wäre das doch eigentlich eine logische Entwicklung aus dieser Hybris heraus. Zumindest erklärt das die Sehnsucht danach.
Also die Sehnsucht und gleichzeitig aber auch ein bisschen den Ekel oder Schrecken, der damit einhergeht. Also ich stimme Ihnen vollkommen zu. Nur ist es so, es sind alles immer Werkzeuge, die wir einsetzen für unsere Zwecke, die keinerlei Selbstwirksamkeit haben und auch nichts wirklich selber wollen. Und das wäre eine ganz neue Welt, dass auf einmal eben der Hammer sagt, nö, ich fühle mich heute gar nicht so und immer dieses Hauen will ich jetzt auch nicht mehr. Nein, also die Welt als Wille und Vorstellung, ja, da wird man sagen, der Wille, wenn der Wille in die Maschine kommt, ganz ehrlich, dann haben wir ein richtiges Problem. Ich glaube nicht, dass das passiert, aber man muss schon sagen, man ist in einer neuen Welt und man hat ein Problem, mit dem man wahrscheinlich nicht wird umgehen können. Und nochmal, wenn es passiert, würde ich denken, es passiert aus Gründen, die wir nicht kennen und spontan. Ja. Von jetzt auf gleich. Dann wäre es ja auch die Frage, ob es tatsächlich der Mensch war, der das dann geschaffen hat. Es ist der, sagen wir mal so, es ist schon der Mensch, der die Zutaten zusammenbringt, vermischt, in die Backform erfüllt, den Ofen vorheizt und dann wartet man und dann hat man Kuh. Ja. Also ich finde schon, der Bäcker, der ist da schon sehr, sehr verantwortlich. Ja? Ich meine, dann gibt es, aber dann sind wir auch wieder bei den Griechen, bei Aristoteles und die Causa, die vier Causa und so. Aber hier würde es, man hat hier den Eindruck, als würde es möglicherweise so sein, wir hätten alle Zutaten genommen und wir hätten den Backofen vorgeheizt und wir hätten die Kuchenform in den Backofen gestellt und heraus kam ein knuspriges Hähnchen. Damit hätte keiner gerechnet. es wäre wirklich ein qualitativer Wandel. Und aktuell, ich finde die Gespräche dazu wichtig, weil es eben noch mehr uns etwas sagt über den Willen und das Bewusstsein und den Wert von Willen und das Erleben von Menschen in dieser Welt, das Erleben von Gemeinsamkeit und so weiter. Das ist alles, deswegen ist das wichtig. Aber was man sieht aktuell, die Systeme, die es gibt, sind wirklich weit davon entfernt. Weit davon entfernt. Also ich gucke mir, also jetzt die Mensch-Roboter-Kollaboration in der Produktion ist ein wichtiges Thema. Aber es ist davon entfernt, dass man wirklich sagen könnte, es ist Hand in Hand. Hybride Teams, also Menschen und Roboter gemeinsam in der ambulanten Pflege, werden wir sogar brauchen. Wir werden darauf angewiesen sein. Also ich bin ja Jahrgang 61. Ich hoffe schon, dass man so in 10, 20 Jahren, sagen wir in 20 Jahren spätestens, aber bitteschön, ja, in 20 Jahren spätestens, dass ich in meiner Wohnung mit meiner Frau leben kann und es kommt ein Mensch und der kommt mit einem Roboter und der Roboter kann sich um Haushaltsdinge kümmern. Er wird nicht auch da noch nicht alles machen können. Er wird mich nicht umbetten können. Sensomotorische Intelligenz, das Tasten ist wirklich schlecht. Das Verstehen von Zusammenhängen, alles schlecht. Aber ganz viele Abläufe wird der Roboter hoffentlich unterstützen können. Ob er ein Bett beziehen kann? Mein Gott, das wird ein Bett beziehen ist hochkomplexe Schütteln Folge. Sind so viele, es sind so viele sensormotorisch, so viele Handgriffe, die wir machen, die Maschinen jetzt überhaupt nicht könnten. Aber ich glaube, wir werden hochleistungsfähige Maschinen brauchen, damit dieser Pflegebedarf nicht zu einem wirklichen Pflegenotstand wird.
Das, was das Gleiche gilt für das autonome Fahren, ja. Auch das brauchen wir. Oder wir werden eine Gesetzgebung haben, dass man mit 80 oder mit 70 dann tatsächlich nochmal Fahrprüfungen machen muss. Ich hoffe, dass wir diesen Zustand, dass man eine weitere Fahrprüfung mit, in irgendeinem Lebensalter noch machen muss, dass wir den dadurch trivialisieren können, dass autonome Mobilitätskabinen das End-to-End-Problem lösen, von meiner Haustür durch das Dorf, durch die Stadt, auf die andere Seite, bis zum See. Und ich gehe dann auf die Bank und setze mich dahin und lese ein Buch. So stelle ich mir das vor. Eine gute Vorstellung. Sie waren ja, wir waren ja letztes Jahr, vor über einem Jahr zusammen in Hannover. Und dort stellte ein Professor aus Schleswig-Holstein seine Version eines Fliegerroboters vor. Und jetzt hatte man sich vorher alles Mögliche, ich habe mir alles Mögliche vorgestellt, dass der zum Beispiel hilft beim Heben und so, sagt er, ist völlig ausgeschlossen. Und die Technik, die man dafür bräuchte, alles. Was unser kleiner Freund hier kann und zeigte dann auf diesen kleinen typischen Pepper-Roboter, ist mit den Seniorinnen und Senioren Spiele zu spielen. Und zwar in einer Weise, die auf Dauer einem Pfleger oder einer Pflegerin vor allem sehr viel psychische Kraft abverlangen würde. Mhm. Nämlich immer wieder die gleichen Spiele zu machen, immer gleich motivierend zu wirken. Und durch diesen kleinen Roboter, der das eben abnimmt, diese repetitive soziale Aufgabe, ja, waren die Pflegerinnen und Pfleger entlastet, konnten in die zweite Reihe treten, sich auch mal durchaus eine Pause nehmen, brauchten dann weniger Leute, während dieser kleine Roboter mit den Seniorinnen und Senioren gespielt hat. Und zwar so lange, wie die wollten und das brauchten. Da sehe ich ja ein viel größeres zukünftiges Einsatzpotenzial als das, was wir uns in erster Linie vorstellen. Vielleicht denken wir ja auch falsch, wo der Einsatz sinnvoll wäre. Also ich muss sagen, ich finde meistens, wir denken vollkommen richtig, es wird uns nur das Falsche gesagt. Oder wir, beziehungsweise wir glauben das Falsche. Weil auf der fiktionalen Basis, die wir haben, Blockbuster, iRobot, Will Smith, Superfilm. da ist es also so, in einer Szene ist da eine Frau, die hat ihr Asthma-Spray nicht mehr. Und der Roboter läuft dann schnell nach Hause und der läuft ziemlich schnell kommt dann mit der Handtasche zurück, um ihr dann den, das Asthma-Spray zu reichen. Also die Robotik ist weit, weit davon entfernt, diese Motorik umsetzen zu können. Und wenn sie das kann, sagen wir mal, wenn man ihr Ansätze davon hat, dann in bekannten Räumen, und nicht einfach nicht im öffentlichen Raum, wo man sich anderen begegnet und sich ausweichen muss. Und erst recht, wenn man dann schnell ist, müsste man noch viel mehr ausweichen. Da gibt es leider Straßen und da gibt es Löcher und darauf muss man reagieren. Man ist weit, weit, weit entfernt davon. Man ist aber wirklich mit Paro, das ist die robotische Robbe, und mit dem Pepper durchaus in der Lage, dort schon sich vernünftige Szenarien ausdenken zu können. Und diese Szenarien sind weit, weit weg von dem, was man eigentlich dachte und führen lediglich dazu, dass tatsächlich die Nerven der Leute in den Pflegeheimen geschont werden und noch nicht mal dazu, dass irgendjemand, dass man weniger Leute braucht, gar nichts. Es macht den Eindruck, als würde man jetzt aktuell, würde man eher an der Schminke und an der Oberfläche. Das ist wichtig, alles wichtig. Demenz ist ein Riesenproblem und man sagt, es wird noch ein größeres Problem werden und Menschen sind da sehr unleidig, wenn man sagt, schön, dass heute Freitag ist, weil dann kommt ja Wochenende. Und wenn der andere dann sagt, welcher Wochentag ist heute? Dann sagt man, heute ist Freitag und dann ist ja Wochenende. Und wenn der dann nochmal sagt, gestern war Dienstag, oder? Und man denkt sich, nein,
Ich habe gesagt, es ist Freitag, gestern muss Donnerstag gewesen sein. Wir sind wirklich dann, wir sind entnervt. Und das ist, also es ist ein hohes Gut, wenn Maschinen in solchen Szenarien eingesetzt werden können und die Pflegenden wirklich die Nerven sparen. Aber nochmal zu den Universitäten. Ganz ehrlich, die Vorstellung, man hätte, mein Liebling, Wissensdialoge mit Wikipedia, weil da stehen so viele Fakten. Aber wer jetzt eine Frage hat, will eben nicht nur wissen, wer, wo, was, sondern auch wieso, weshalb, warum. Und da leistet Wikipedia, leistet das Internet eben nur dann etwas, wenn diese Frage am besten genau in der Reihenfolge der Wörter schon mal von jemandem gestellt wurde und man verlinken kann auf eine Antwort, die aus irgendeinem Grund irgendwelche Leute gut fanden. Aber das ist kein Diskurs. Da werden mir keine Gründe genannt, sondern da geht es nur um die Wahrscheinlichkeit. Wir brauchen aber einen Wissensdialog. Und mein Gott, die Vorstellung, dass man plötzlich tatsächlich auf eine beliebige Wissensfrage eine Antwort bekommt, von der man nach einiger Zeit auch wirklich herausgefunden hat, dass sie fachlich nicht das Letzte ist, was es geben wird, ne, nicht wahr? Aber dass sie fachlich doch ganz gut ist. Wie 2005. Das steht in der Wikipedia, ist ja nicht alles richtig. Ja, da braucht man so ein paar Jahre, wenn ein solches System online wäre, dann bräuchte man ein paar Jahre. Und dann wird man nach einer Zeit den Eindruck haben, das stimmt, das ist nicht alles korrekt, wie nie alles korrekt ist. Wenn man irgendjemanden fragt, hat er eine Meinung und in den Büchern stehen unterschiedliche Analysen. Und wenn ein solches System zur Verfügung steht und man sieht etwas, und man fragt sich, ja Moment, aber warum ist denn eigentlich? Und man bekommt eine hilfreiche Antwort, wo man voraussetzen kann, dass das Gegenüber nicht in einem brutalen Eigeninteresse der persönlichen Vorteilsnahme argumentiert. Ja, es ist nicht alles korrekt, aber es ist wenigstens schon mal es bringt mich weiter. Und zu neuen Fragen und zu neuen Antworten und dann zu neuen Erkenntnissen. Das wäre großartig. Das wäre mehr als großartig. Das wäre sensationell. Was braucht man dafür? Symbolische KI. Was ist aktuell erfolgreich? Erfolgreich sind künstliche neuronale Netze. Was machen die? Na ja gut, sie können eben Muster erkennen. Und sie werden ganz großartig, und sie sind großartig, weil in der Verarbeitung von Perzeptionen, da machen wir auch nichts anderes. Wenn jemand spricht, hört unser Ohr, ordnet zu, die Begriffe entstehen nicht im Ohr, die Begriffe entstehen im Kopf. Die Begriffe sind noch nicht da. Symbolische KI. Und wer? So. Und wer wird sie entwickeln? Wo kommt sie denn her? Also wo würde man denn wirklich denken, dass die Bildung, dass der Wille, dass die Kompetenz, dass der Fleiß, dass der Disziplin, dass wo ist denn aus welchem Land denn eigentlich? Da habe ich wirklich ganz ehrlich, okay, China, ja klar, vielleicht, I don't know. China ist so groß, da kann sowieso alles herkommen. Das ist ja nun mal, aber ja, an und für sich, wenn man darüber nachdenkt, die analytische Philosophie, die Aufklärung letztendlich, ich meine, ja, okay, Frankreich, aber die interessantesten Arbeiten kommen aus Deutschland. Und Frege war jetzt, kommt auch aus Deutschland. Wir müssten, wirklich, ganz ehrlich, und ich glaube, wir haben das Gen immer noch. Aber jetzt müsste man eben das, man müsste es auch als dann, man müsste dazu stehen, man müsste das Projekt benennen, man müsste es wollen, man müsste alle auffordern, mitzumachen.
Aber ich könnte mir ein solches System, das wirklich, wo man auch nicht mit dem ersten zufrieden ist, das wäre Amerika, sondern gerne das erste kritisch betrachtet und das zweite wegwirft, um das dritte am dritten zu arbeiten. Das ist wirklich mehr Deutschland. Und weniger Brasilien oder, naja. Mehr Folgenabschätzung bei uns? Ja, super. Folgenabschätzung, das ist ganz ausgezeichnet, weil dann denkt man darüber nach, was ist es eigentlich und welche Folgen hat es? Und wenn ich über die Folgen nachdenke, denke ich über Gründe nach. Und das ist genau das, was man tun sollte. Man sollte sich da auch gar nicht einschüchtern lassen durch irgendwelche West Coast-Mentalitäten, wo man immer sagt, ja, ist mir egal, muss alles skalieren, muss schnell. Und das ist gerne für die Industrie, aber doch nicht für die Hochschulen. Ich meine, die Hochschulen, wer sonst, steht mit beiden Beinen und mit den Armen tief im Wissen. Ich bin sehr froh, unseren AG-Vorsitzenden Herrn Metzner dabei zu haben, denn vielleicht können Sie mir direkt sagen, ob Sie den Eindruck teilen, aus dem Teil nach dem Interview nicht auch einen Beitrag zu machen, mit dem wir zum einen Ihren Artikel Kritik der künstlichen Vernunft verknüpfen könnten und, wenn Sie gestatten, als Thumbnail direkt diese Grafik dann benutzen. Das ist, glaube ich, für unsere Kolleginnen kein großer Umstand, daraus dann ein Cut und ein anderes Video zu machen, das da nicht groß bearbeitet werden muss. Also ich denke die ganze Zeit darüber nach, das, was Sie gerade so etwas skizziert haben, Herr Kage, das ist im Grunde das, was mal reingebracht werden müsste in ein strategisches Nachdenken der Hochschulen über ihre Rolle im Hinblick auf künstliche Intelligenz und solche Dinge. Das fehlt ja völlig, nicht? Sondern wir haben jetzt gerade auch durch diesen Digitalisierungsschub, der da jetzt notwendig war, ist die Sache ja noch mal so ins rein Instrumentelle abgerutscht, nicht? Dass sich im Moment ja so gut wie niemand solche Gedanken macht. Und das müsste also dringend sozusagen aufgenommen werden. Die Strategiediskussion ist völlig zu erliegen gekommen und sie müsste jetzt natürlich neu angesetzt werden, aber auch von einem anderen Ausgangspunkt her, nämlich den Sie im Grunde jetzt gerade skizziert haben. Und wie man das sozusagen an die Köpfe heranbringt, das ist uns noch ganz, ganz unklar. Denn das kann nicht aus der Informatik kommen. Sie kommen ja in dem Sinne auch mit Ihren Gedanken jetzt auch nicht sozusagen aus der Informatik, sondern Sie kommen von so ganz anders her, aus der Philosophie. Ich komme aus der Transzendentalphilosophie und aus der theoretischen Linguistik. Genau, ne? Ja, eben. Und also da sehe ich also, gut, okay, wir haben so eine kleine Arbeitsgruppe, die sich auch mit solchen Gedanken beschäftigt. Aber wir sind im Grunde bisher jedenfalls Exoten, was die Diskussion angeht. Innerhalb der Hochschulen angeht. Ja, aber es ist aber auch wirklich, ich glaube, es ist deshalb exotisch, weil man ernstlich glaubt, dass dass die Neugier und die Erkenntnis und das Feuer, dass das Wissen auslösen kann und das Verstehen auslösen kann, dass das eigentlich oder auf YouTube. Und dann denke ich mir, nein! Das ist toll, was auf YouTube ist. Das ist ganz ausgezeichnet. Aber ich hatte Professoren, die haben mich für mein Leben beeindruckt. Die hätten mich aber als Video nicht beeindruckt. Also jetzt mal so unter uns. Die haben auch nicht gesagt, das ist so und so und das ist so und so. Sondern die haben einen Gegenstandsbereich beschrieben, die haben Perspektiven eröffnet, sie haben Dinge zum Teil kommentiert. Aber es ist alles das, was die Hochschule kann und macht im Diskurs, in der Präsenz. Brauchen wir heute mindestens und eigentlich mehr, weil eben durch die Beschleunigung der Dynamik und die Rate der Erfindungen wir jetzt eine
Kulturtechnik entwickeln müssen, interessiert zu bleiben und neugierig zu bleiben und tätig dabei zu sein und mitzumachen. Wenn jemand eine Innovation hat, zeig sie mir. Was kann es denn? Was kann es für mich? Okay, vielleicht für mich nicht, aber vielleicht für jemand anderen. Und dieses, guck mal, was ich habe, guck mal, was ich kann, das sagen Kinder ja immer, da müsste eigentlich heute die öffentliche Atmosphäre der Akademie müsste sein, zeig mal, was es ist, zeig mal, was du kannst, ich habe ein Problem, hast du was für mich? Und es ist wirklich, es ist diese Grundhaltung, die man wirklich weiter befördern, nähren und befördern sollte und ganz bestimmt nicht ausgehend von einer von dieser Vermutung, die im Raum steht, vielleicht brauchen wir bald ja auch gar keine Professoren mehr. Warum eigentlich? Ja? Also Gott, die haben immer nur so, die können ja auch gar nicht so gut reden alle oder so. Da habe ich aber auf YouTube gesehen, das. Und das ist meiner Ansicht nach, sind die Hochschulen dabei, das zu kaufen? Sind die Hochschulen dabei, wirklich quasi, okay, dann kapitulieren wir eben. Ich weiß zwar nicht, ob es funktioniert, was die da so sagen, aber ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich würde es vielleicht gerne ausprobieren, aber ich weiß auch nicht, wer mir das zeigen kann. Aber die sagen alle, dass das Werkzeuge sind, dass das alles viel besser ist und na gut, dann sind die eben besser. Das ist wirklich unglaublich. Ich habe einen 2017, ein Desaster. Januar 2017. Ich war in Berlin. Ich habe einen Vortrag gehalten für Verdi, für die Journalistenvereinigung. Und das war der Abend vorher war die Inauguration von Donald Trump, glaube ich. Oh, ich hatte schlechte Laune. Na gut, am nächsten Tag habe ich deswegen 2017 Januar habe ich einen Vortrag gehalten und dann habe ich, es ging um KI und es ging um Roboterjournalismus und so weiter und ich stehe auf der Bühne und ich gucke in das Plenum und ich habe mir gedacht, das ist unglaublich. Wenn ich den Journalisten jetzt sage, wisst ihr was, packt ein. Das bisschen Sprache läuft, Recherche läuft, Daten aggregieren läuft. Daraus ein bisschen Story machen, da macht man auch hier kurz mal Rezept und dann ist das mit dem Roboterjournalismus. Werdet doch wieder Taxifahrer. Euer Job ist so gut wie automatisiert. Die hätten es geglaubt. Mhm. Ich habe denen gesagt, Roboterjournalismus ist eine super Sache. Ist hervorragend. Sportwetterbörse. Immer dann, wenn man strukturierte Daten hat und man hat unter uns quasi ein paar Templates und ein wenig Lückentext, da kann man dann die aktuellen Daten einfließen lassen. Das ist das, was Roboterjournalismus wirklich gut kann. Wenn man, dann weiß man auch, dass die Qualität stimmt. Wo wurde es erfunden? Naja, man sagt die erste LA Times und dann ging es eigentlich darum, dass die Erdbebenwarnungen automatisch ausgegeben wurden als Text und nicht nur als Grafik, weil die Sensoren haben geliefert. Die Auswertung hat gesagt, Richterskala Stärke XY in jenem Gebiet. Und dann kann man so gesehen mit Microtargeting dafür sorgen, dass genau die Leute, die in dem Gebiet wohnen, eine Meldung bekommen als SMS oder eben über die Los Angeles Times, bei dir in der Nähe gerade Erdbeben oder so. Das geht. Das ist ja wunderbar. Yeah. Also das ist bei weitem kein Journalismus. Aber ganz und gar nicht. Aber hilfreich. Also nehmt doch das Hilfreiche, wertet die Datenmengen aus. Die Panama Papers hätte doch kein Mensch lesen können. Also guckt, dass der Medienbruch überwunden ist. Man findet besser Informationen. Das ist alles gut, aber das ist kein Journalismus. Das ist keine, da ist nichts, da ist keine Haltung, da ist keine Analyse, da ist keine Glosse, da ist nichts. Aber gebrauchen kann man es schon. Und ich finde so ähnlich, kommt mir das manchmal so vor mit den Hochschulen. Als würde man sich den Schneid abkaufen lassen. Das ist,
Also in Grenzen kann ich Ihnen da durchaus zustimmen. Also die gleiche Erfahrung, die Sie jetzt gerade beschrieben haben im Hinblick auf den Journalismus, die mache ich seit einigen Jahren bei den Übersetzern. Oh. Da ist das genau das Gleiche, dass sie fühlen sich total überflüssig, ohne zu merken, dass sie wichtiger sind als je. Indem sie sich sozusagen dieses Werkzeugs bedienen, aber genau auch Bescheid wissen, wo das Werkzeug ja seine Grenzen hat. Ne? Sie müssen nur mal also versuchen, ein Gedicht zu übersetzen. Ne? Also Also das ist unglaublich, wie sich das atmosphärisch breit gemacht hat. Erst bei den Studierenden, dann aber auch bei den Lehrenden. Insofern dann auf einmal neue Professur, also alte Professuren abgeschafft wurden. Alles, was sozusagen entfernt nach Hermeneutik gerochen hat, das war weg. Und auf einmal zogen also die Fachleute für maschinelles Übersetzen ein. Das ist schon eine relativ problematische Angelegenheit. Naja, aber man muss da schon, man muss sich das eben, man muss sich das angucken. Ja, klar. Maschinelle Übersetzung ist sensationell. Es ist Ja. wirklich, es ist sensationell. Sensationell. Und es führt zu besseren Ergebnissen, als man vorher hatte. Die Frage ist nur, für wen und wann und in welcher Situation. Ja, Es eben. ist gerade maschinelle Übersetzung, ist, ich nehme das, ich verwende es eigentlich immer als Beispiel, um KI und jetzt hier maschinelle Übersetzung als Werkzeug Ja, nochmal verständlich zu machen. Weil richtig. die Idee ist jetzt also, dass man etwas übersetzen müsste. Sonst braucht man weder einen Übersetzer noch ein maschinelles Übersetzungssystem. Die Situation ist, dass Arbeiten in einer modernen Firma, wo eine moderne Firma lobt sich die ganze Zeit und auch zu Recht dadurch, dass die Mitarbeiterschaft international ist. Nun, jetzt hat eine moderne Firma in Deutschland Deutsch als Unternehmenssprache, weiß aber ganz genau, dass viele Mitarbeiter Deutsch leider irgendwie nicht so richtig vollumfänglich verstehen. Und deswegen gewöhnt man sich an, in Meetings Englisch zu sprechen, weil da sind 10 Leute im Raum, aber 3 können kein Deutsch. Na gut, dann sprechen eben alle Englisch, macht ja nichts. Dann kommt man schon mit zurecht. Und dann sagt man, ja, wir haben aber jetzt hier Meldungen im Unternehmen. Und die sollen jetzt nicht nur Deutsch, sondern in 2 Sprachen verschickt werden. Also sitze ich da, ich habe eine halbe Stunde Zeit, ich muss etwas mitteilen. Schreibe einen Text und den am besten in der Sprache, in der ich am besten bin, also Deutsch. Und wenn es so ist, dass jetzt keine maschinelle Übersetzung zur Verfügung steht, dann werde ich von mir aus eine Viertelstunde an einem deutschen Text arbeiten und dann werde ich eine Viertelstunde an einem englischen Text arbeiten. Und dann kann ich alles rausschicken, weil ich hatte ja nur eine halbe Stunde Zeit. Mit DeepL sieht die Welt anders aus. Mit DeepL werde ich 25 Minuten an dem deutschen Text arbeiten. Dann mache ich einmal Sing, Sang, Sung, habe den englischen Text, fliege da drüber, sehe, naja, gut, wie immer ist nicht alles korrekt, aber doch, so ist gut. Zack, braucht da nur 3 Minuten für. Nach 30 Minuten habe ich einen deutschen Text, also habe ich einen deutschen und englischen Text und die Mail ist fertig und kann raus. Aber ich habe mit einiger Wahrscheinlichkeit 66% mehr Zeit investieren können in die Gedanken, in die Verständlichkeit der Wörter, in die Formulierung und so weiter. Und nun der Witz an der ganzen Angelegenheit ist, da war bisher kein Übersetzer. Da, wo ich maschinelle Übersetzungen einsetze, war vorher auch noch nie ein Übersetzer. Das ist einfach nicht so. Es ist tatsächlich, wenn man ganz ehrlich ist, die Übersetzer können sich eingeschüchtert fühlen von maschineller Übersetzung wie die Sterneköche durch McDonald's. Und ich glaube, es gibt eher mehr Sterneköche heute. Und es gibt mehr Kochbücher heute. Und es gibt, über Kochen ist überhaupt ein ganz großes Thema geworden. Ja? Aber ja, am Anfang war das ja so Systemgastronomie, zack, gehst du hin, Mund auf, Burger rein, verdauen,
Schlucken meine ich auch noch und verdauen. Und das ist letztendlich, das stimmt ja auch, dass man danach erstmal nicht essen muss. Aber es ist trotzdem was ganz anderes. Und hier, die Übersetzer müssen sich nicht einschüchtern lassen. Niemand muss sich einschüchtern lassen, aber man muss sich für die Werkzeuge interessieren. Ja. Mit Rückgrat interessieren und dann eben überlegen, ja, was war ja, ihr habt doch alles drauf. Ja, dann zeigt doch mal her. Und dann, ich glaube, dann sind wir wirklich, dann kommen wir an einen anderen Ort und wir treffen uns wieder und werden schlauer und werden, haben schneller Informationen. Und wie gesagt, dafür gibt es wenig Werbung, weil da ist ja auch nicht so richtig ein Geschäftsmodell. Und leider wie meistens, wenn ein Geschäftsmodell da ist, wird investiert, wie verrückt. Wo kein Geschäftsmodell ist, aber die Probleme riesig, weil die ganze symbolische KI ist ja nicht deshalb so etwas überrollt worden durch die künstlichen neuronalen Netze, weil die Ergebnisse so sensationell waren, sondern weil die Ergebnisse nicht so tauglich waren, wie man sie gebraucht hätte. Also die symbolische maschinelle Übersetzung im Vergleich zu dem, was man jetzt, was DeepL macht. Mhm. Ja, nein. Ja. Das war, die Ergebnisse waren so schlecht zum Teil. Ja, ich kann mich gut erinnern, ja. Also Verbmobil in den 90ern, wir haben, ich habe das Projektmanagement gemacht. Ich habe Nächte mit Verbmobil verbracht, um es präsentieren zu können. Hab dann Beispiele mir ausgedacht, die funktioniert haben, habe geguckt, dass die so sich aufeinander beziehen, dass man glauben könnte, dass da quasi eine Geschichte ist, sodass man sich nicht die offensichtlichen Fragen stellen würde überhaupt, ob irgendwelche anderen Sachen denn auch übersetzt werden. Das habe ich auch nicht gesagt, dass die übersetzt worden wären. Ich habe nur das gezeigt, was gut geklappt hat. So ist. Ja, das ist. Das war ja auch, BMBF hat, ne? Also ich meine, das ist ein Forschungsprojekt, das stellt man dann schon so dar, idealisiert, nein, nicht idealisiert, sondern man nimmt die besten Sachen raus und zeigt sie. Das ist ja auch normal. Ja? Dann muss man schon Fragen stellen, wie es mit dem Rest aussieht. Ja. Aber trotzdem, ich wäre sehr dafür, wir kommen in irgendwie, wir finden eine irgendwie geartete kritische Masse und gucken, dass wir eben diesen Wissensdialog, dass wir das befördern. Und ich glaube, ich habe mal mit Wikipedia-Leuten gesprochen und die haben gesagt, ja, nee, das ist ja das, was wir nicht wollen irgendwie, weil dann würden die Leute ja gar nicht mehr Wikipedia benutzen oder was auch immer. Ich habe mir gedacht, nee, Freunde, jetzt ist langsam gut. Aber wenn ich mir vorstelle, man hätte die Wikipedia dabei. Als Partner, man braucht Partner. Und man braucht ein bisschen Überraschungspartner. Ne? Und Duden, was weiß ich. Man hätte das dabei. Bei einem anfänglichen Konzept, wo man wirklich beschreiben kann, wie die Informiertheit zunimmt. Und wie jeder, der sich interessiert, urteilsbefähigter ist, weil tatsächlich, weil er die Dinge, weil ihm Dinge angeboten werden als Antworten, Gründe, Zusammenhänge, Positionen, Perspektiven. Und wie gesagt, der Groschen, der fällt nur im eigenen Hirn.